Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde und Gefährten, zu einem erneuten YouTube-Video auf Dave Streams Kanal. Heute mit einem wunderschönen asynchronen Intro. Wir befragen die Leute, sind sie glücklich? Ja, nein, von 1 bis 10. Falls nicht 10, sollen sie mir verraten, was ihnen zu einer 10 verhelfen würde. Let's go! Und zwar, liebe Freunde und Gefährten, begeben wir uns jetzt auf den Weg Richtung Hofgarten. Das ist dort drüben. So, mal schauen, was wir so finden. First of all, your name? Melissa. Marvin. Oh, Rebecca. Rebecca. Emma. Emma, freut mich, euch kennenzulernen. Emma. Anna, freut mich. Sarah. Ainur. Aminata. Jay. David, freut mich, dass ihr mitmacht. Samuel. Alice. And the question today is, are you happy? Bist du glücklich? Ja, nein. Und von 1 bis 10? Where are you from? Mexiko. From Mexico? Ja. Hey, nice. Sorry Marvin, wenn du das nebenbei siehst, du hast echt eine First Terminator-Stimme. Bewirb dich als Synchronsprecher. Marvin, grüß dich. Servus. Hi. David. The question of today is? Right now, yes. Yes, okay. And you say from 1 to 10, the what are the three numbers to get to the 10? Stabilität. Stabilität, okay. To see my family and friends again. Oh, sweet, okay. And how long it takes to see your friends and family again? Maybe next year, on Christmas. Okay, yeah, okay, sweet, sweet. Okay, perfect. Yeah. Then, let me ask you, your friend, bist du glücklich? Gerade sehr, 8,5. Ich bin wahrscheinlich hier. 8,5, okay. Gerade sehr, sagst du, der Grund? Wunderschöner Tag. Ja. Ich meine, München, schöner könnte es ja nicht sein. Ja. Gerade Erfolg im Studium, Erfolg im Leben und ich sehe nur einen schönen Weg vor mir. Oh, sehr schön. Das ist doch einfach mal eine schöne Antwort und damit bedanke ich mich. Dankeschön, dass du mitgemacht hast. Thank you. Danke. Okay, have a nice day. Bye, bye. Es geht um das Thema Glücklichkeit. Ja. Ja, nice. Ich sag doch, wer will von euch anfangen? Ich. Okay. Dann schauen wir doch mal, ob das Ganze hier läuft, meine lieben Freunde. Ja. Ich habe zwei korrekte Damen getroffen, die dazu bereit erklärt haben. Und heute die Frage, es geht um das Thema Glücklichkeit. Bist du denn glücklich? Extrem. Du? Extrem. Ja, ich bin auch glücklich. Hast du, yeah, die macht erstmal ein Selfie. What's poppin', man? Ja, red weiter. So, vielleicht von der Skala von 1 bis 10, wie glücklich bist du denn? Gerade eben oder insgesamt? Ich würde mal sagen, insgesamt. 8. 8, okay. 8,5. Punkte, die dir noch zu der 10 fehlen, wenn ich fragen darf. Guck mal, so Ding, ich habe noch keine Wohnung gefunden für mein Studium, das ist das 1,5. Ja, passt. Und doch, das letzte Mal gemacht. Ich hoffe, ich habe Angst, aber ich hoffe. Nein, es geht schon nicht. Ich habe es versucht, es geht nicht. Bei TZ habe ich, glaube ich, eine Anzeige geschrieben. Musst du wirklich, also du kannst 150 Euro oder so ausgeben. Ich glaube, den Tipp habe ich sogar von dem Einbahnleiter der Kamera. 150 Euro. Wir arbeiten. Ich arbeite doch, aber ich gebe es mal aus. Kommst du aus München? Ja, du? Ja, schon. Okay, cool. Ja. Nee, wegen dem Ich. Wegen dem Akzent, so. Digga. Was für ein Akzent? Was für ein Akzent, Digga? Nein, also meine Eltern sind schwäbisch. Deswegen ist es. Gulli. Dann, Hey, warst du nicht? Bist du denn? Ja. Ja, von 1 bis 10. 9. Wow. Boah, du hast hier schon gebettet. Ja, swingen wir fast schon. Sind Sie einverstanden, dass Sie veröffentlicht werden auf YouTube? Nein! Okay, machen wir es nochmal vorne. Bist du einverstanden, dass du hier auf einem YouTube-Video von mir landen wirst? Ich unterschreibe. Geil, sehr gut, cool. MacherInnen. Ach, Leute, MacherInnen, ja, genau. Gender, ist ich hab mich gar nicht vorgestellt. Ey, stimmt, ich bin voll unhöflich. Oha! Kommentare. Passt das? Ja. Sieht man auch ein bisschen was, oder? Ja, passt. Okay, cool. Okay, cool. Ja, das sind wir doch mal die Frage. Bist du denn glücklich? Ja. Okay, von 1 bis 10? Ja, schon so eine 10. Also, wow. Passt alles, ja. Okay. Was glaubst du, hat dir verholfen dazu, eine 10 Glücklichkeit zu verspüren? Fan, Freunde, Sommer, alles, ja. Ja, schön. Genau. Bist du glücklich, ist die heutige Frage. Ja. 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 Du glaubst? Ja, also ja. Ja. Okay, 1 bis 10? Na. Na, okay.
Was glaubst du, was sind so deine zwei Zahlen, dass dir noch verhelfen würden zu einer 10? Also ich weiß jetzt nicht, was ich die nächsten Jahre mache wegen der Uni und so. Also ich glaube das erstmal. Ja. Aber sonst ist es ziemlich okay. Uni haben wir heute öfter gehört, richtig? Krass. Ja, weil ich glaube so Sicherheit ist einfach ein großes Thema, oder? Ja, genau. Ja. Und weißt du vielleicht schon, was du machen möchtest? Ja, ich möchte Informatik machen, aber ich fange jetzt erstmal in München an, würde aber lieber woanders anfangen. Okay. Jetzt ist es blöd. Dann würde ich mal sagen, hat es mich gefreut, dass ihr mitgemacht habt. Danke. Dankeschön. Ja, ich bin glücklich. Ich würde sagen, so eine 8 zur Zeit. Weil Arbeit macht Spaß. Ich habe nice Freunde. Ja. Cool, cool. Was arbeitest du in Spandau? In der Fahrschule. In der Fahrschule, geil. Ja. Cool, cool. Bist du selber Fahrlehrer? Noch nicht. Okay, aber auf dem besten Weg, glaube ich, oder? Ja. Und was glaubst du, sind so die zwei Zahlen, was dir noch verhelfen zu einer 10? Das eine ist gesunder Schlafrhythmus. Ja, ja, ja. Und das zweite ist der Witz. Okay, ja. Danke dir, dass du mitgemacht hast. Cool. Danke dir, gell? I'm happy, yes. 8. 8? Okay. Yeah. And what are the two numbers to be a 10? I think the love. Where is the love? And no love. Money. Okay. Yeah, you look rich? No, I don't. I just look, but I'm not. No, no problem. Okay. And you're just studying here in Munich or? I'm working. Okay. Can I ask you, what are you working in Munich? I'm IT consultant. Okay, yeah, nice, nice. Kein Wort verstanden habe, so getan, als ob ich es verstanden habe. Bitte schreibt es mir in die Kommentare, danke. Cool, then. Thank you to be a part of the video and have a nice day. Thank you. Okay, bye bye. Ich würde mich schon glücklich schätzen, ich glaube schon. Okay. Eine 9. Eine 9, okay. Cool. Und was wäre so der oder die eine Nummer, was dir zu einer 10 verhelfen würde, denkst du? Mehr Geld. More money? Aber am Ende sagt man doch immer, Geld macht nicht glücklich. Ja, ja, aber ich möchte nur reisen und mehr Sachen machen, sonst passt eigentlich alles. Ich würde sagen, ja, so eine 7 auf 10, weil ich ziehe bald um und es ist ja immer schön, Neues zu erleben. Ja, cool. Genau, also 7 auf 10 und was mich glücklicher machen würde, wäre auch mehr Kohle wahrscheinlich, weil es dann einfacher ist, umzuziehen. So. Ja, ja. Okay, fühle ich auch. Welche Stadt ziehst du um? Duisburg. Also, ja, näher Düsseldorf. Was hat dich von München nach Duisburg verführt? Ich glaube, München ist halt ein bisschen hochnäsig, so ein bisschen langweilig. Wir sind halt hier aufgewachsen, obwohl in Düsseldorf, also NRW generell, sind die Leute offener. Ja, ja, das stimmt. Also man sagt ja generell, in München haben die Leute so ein bisschen Stock im Arsch. Ja, genau, haben sie. So, und was glaubst du, woran es liegt? Ich glaube, du wächst hier einfach so auf. So, deine Nachbarn sind so, also lernst du es von denen. Deine Eltern sind ja auch gekommen und die lernen es von den Leuten. Halt, ja. Ja, cool. Dann würde ich einfach mal sagen, danke, dass ihr mitgemacht habt. Gerne. Okay, und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Also ich bin ungefähr, ich sage jetzt mal eine 8. Okay. Ich habe jetzt neue Ding, Arbeit angefangen. Ja, ja, ja. Gefällt mir ganz gut. Natürlich, Verdienst geht besser. Natürlich, Zeit ist halt nicht mehr so da wie damals, Schulzeit. Ja, ja. Wer weiß, man erstmal diese 6 Wochen Sommerferien zu schätzen. Ja, so. Ja. Ja, ich bin jetzt schon seit 4 Jahren am Arbeiten. Okay, okay. Deswegen, ich bin ja jetzt erstmal 19. Ach krass, okay. Ja, deswegen. Das ist halt nicht viel älter geschätzt. Ja, danke. Was machst du, wenn ich fragen darf? Ich bin jetzt Vertriebsassistent bei Peugeot. Und dann nächstes Jahr bin ich im Verkauf. Ja, nice. Mache ich dann Privatkunden. Verkauf ist eh immer gut, weißt. Was glaubst du, was würde dir dazu verhelfen, dass du jetzt heute gesagt hättest, eine 10? Ja, wie gesagt, mehr Freizeit. Cool. Immer Zeit nehmen für euch selber, vertraut's mir. Ja. Das ist das Wichtigste im Leben. Dein Name? Woher zwei kommt ihr denn, wenn ich fragen darf? Meine Eltern kommen aus Bosnien, also meine Mutter aus Bosnien und mein Vater aus Deutschland. Ihr seht aus wie zwei freshe Spanier, Portugiesen wegen der Bräune, ey. Ja, sagen wir so 8. Auch 8, okay. Könnte besser gehen. Ja, ja. Also man darf nie sagen, dass einem zu gut geht. Ich gehe nur mal da wegen dem Wind, ja, ja. Weil sonst endet sich gut. Was dir noch zu einer 10 verhelfen würde? Also... Bei der Liebe, weißt du, man hört schon so diese melancholische Musik im Hintergrund. Ja, einen guten Partner zu finden, das auf jeden Fall. Ja. Ist halt schwierig in der heutigen Zeit. Oh ja. Und ansonsten einfach weiterhin Gas geben. Nicht Fokus verlieren, also keinen Fokus verlieren. Nicht den Fokus verlieren, du sagst es. Cool. Danke, dass ihr mitgemacht habt, gell? Lieben Freunde und Gefährten, es war vielleicht nicht das spannendste Video, jedoch fand ich es sehr interessant.
zu sehen, dass sich das bei manchen Personen auch wirklich überschnitten hat, das Ganze. Zum Beispiel, sei es das Geldthema, sei es das Thema Partner, Freundin, Freund. Und an dieser Stelle möchte ich vielleicht einfach nochmal sagen, was bedeutet für mich glücklich? Bin ich glücklich? Ich persönlich sage auf jeden Fall, ich bin glücklich. Eine 10 von 10. Es geht trotzdem vielleicht noch irgendwo ein mini bisschen besser immer, weil man sich selber verbessern möchte in gewissen Sachen. Aber ansonsten, ich bin wirklich dankbar für das, was ich habe. Ich habe Freunde, Familie, Freundin und diese wunderschöne Natur, in der ich manchmal abhänge. Ich weiß das wertzuschätzen, was ich aktuell habe. Also schau mal, wo wir leben. Ich halte einmal meinen Mund irgendwie unter den Wasserhahn und schon habe ich Wasser in der Nacht. Deswegen, sorry, 10 von 10. Ich glaube, wenn du an deinen Traum glaubst, ich höre mich an wie so ein Motivationscoach, dann geht alles. Verstehst du? Und deswegen würde ich einfach mal sagen, danke, dass du zugeschaut hast bei dem Video. Lass mir gerne einen Daumen in Richtung nach oben da. Und ansonsten könnt ihr es mir gerne mal schreiben, was bedeutet für euch Glücklichkeit? Schreibt mir sehr gerne bitte einfach in die Kommentare, was macht dich glücklich? Was ist es? Erzähl's mir bitte. Zeigt es gerne euren Freunden, teilt es irgendwie, wenn ihr Bock drauf habt. Und ansonsten, my friends, auf Wiederhören!